Nicht weit von der japanischen Nordküste entfernt, auf einem schwer zugänglichen Gebirgsplateau, liegt der Zen-Tempel Antaiji. Der Tagesablauf ist fest geregelt und beginnt mit Putzen. Ein Dutzend Novizen haben sich für ein Leben in Antaiji entschieden. Manche auf Zeit, einige auf ewig. In den 70er Jahren war der Tempel aus Kyoto ins Gebirge umgezogen. Hier in der ungezähmten Natur schien der richtige Platz für einen Neuanfang nach den Lehren des Buddha. Arbeit und Sazen sind nicht Teil des Lebens in Antaiji, sie sind das Leben in Antaiji. Die ganze Arbeit ist auf das Essen, die Nahrungsmittelerzeugung gerichtet oder wenn wir Bäume fällen und Holz hacken, auf das Produzieren von Feuerholz. Wir machen Reparaturen am Gebäude, alles das ist sehr praktisch gerichtet und es verfolgt einen Sinn. Und auf diese Weise spüren wir ganz konkret, wo das herkommt, was unserem Leben erhält. Und wir wissen, wer die Ziegel auf dem Dach gedeckt hat, denn das waren wir selber. Andererseits, unser Leben wäre einseitig, wenn das alles wäre, was wir machen. Das wird balanciert oder es erhält ein Gleichgewicht dadurch, dass wir einen Großteil des Tages einfach nur sitzen auf den Kissen und wenn uns jemand fragen würde, welchen Zweck hat das, dann wäre die Antwort, das hat gar keinen Zweck. Wir sind einfach jetzt nur mal da. Ich bin einfach 100% da auf dem Kissen, Körper und Geist gemeinsam hier in diesem Moment vor der Wand. Und ich verfolge damit gar keinen Zweck. Und lassen einfach nur mal die Zeit da sein. Und das passiert wegen dieser 5 Stunden Sazen am Tag. Wir lassen einfach mal diese 5 Stunden passieren, so wie sie sind. Zu Antaiji gehören über 50 Hektar Land. Buddhistische Tempel sind nicht auf Selbstversorgung angelegt. In Antaiji aber gilt, hart arbeiten, den Buddhismus studieren und sich in Zen üben. Das Land ist mühsam zu bestellen, aber es ernährt die Menschen. Jedes Mitglied muss sein Bestes für den Zusammenhalt der Gemeinschaft geben. Da wird nicht so nach den persönlichen Präferenzen gefragt, sondern es wird gemacht, was gemacht werden muss. Es wird auch viel Anpassungsfähigkeit gegenüber der Gruppe verlangt. Also es kann nicht jeder sein eigenes Ding machen. Hat aber auch seinen Zweck, denn es hilft uns, von unserem Ego loszulassen, von dieser Idee,
ich bin wichtig, ich habe Kontrolle über mein Leben, davon einfach mal loszulassen und die Dinge passieren zu lassen, so wie sie sind. Mit dem Loslassen wird alles Tun zu einer Übung in Zen. Erst wenn der Einzelne nicht wichtig ist, ist er wirklich Teil des Ganzen. Aber genau deshalb trägt er die Verantwortung für sein Handeln. Holz für den Herd machen, Gemüse für das Essen pflücken, Kochen für die Gemeinschaft. Alles ist nötig und ohne einander funktioniert sie nicht. In der Nische zwischen Küchentrakt und Buddha-Halle soll der Zen-Garten erweitert, ein zusätzlicher Fels gesetzt werden. Der nächstbeste Stein liegt nur ein paar Meter entfernt. Nach Alternativen wird nicht gesucht. Die Entscheidung fällt ganz pragmatisch. Keiner der Mönche hatte jemals mit Gartenarchitektur zu tun. Wenn wir andere Arbeiten verrichten, wie Gartenarbeit, Küchenarbeit, ist das genauso Zen wie das, was ich jetzt hier mache. Es ist nicht, dass die Gartenarbeit, dieser Zen-Garten, auf besondere Weise Zen wäre und andere Dinge das nicht wären. Das heißt, eigentlich könnten wir uns auch diese Arbeit sparen. Entscheidend ist nicht das Was, sondern das Wie. Der Prozess des Steinsetzens und des Moosverpflanzens ist auch Zen, insofern als alles, was wir tun, Zen ist. Zen bedeutet einfach das, was man tut, in jedem Moment ganz zu tun. Und das versuchen wir jetzt in diesem Fall beim Bewegen des Steins, beim Umpflanzen des Mooses, das tut aber auch in diesem Moment der Koch in der Küche. Das, was der tut, ist genauso gut Zen. Und wenn ich auf die Toilette gehe und da mein Geschäft verrichte, ist das auch Zen. Wenn ich das mit ganzem Herzen tue, dabei bin, aufmerksam bin bei der Sache, ist das genauso gut Zen wie dieses Moosverpflanzen. Wenn der Schnee geschmolzen ist, wird der Garten sein ganzes Gesicht zeigen. Aber welche Rolle spielt er im Alltag praktizierender Zen-Mönche in einem Gebirgstempel? Wir könnten auch ohne den Garten auskommen. Und was ist denn jetzt wichtiger, der Zen-Garten oder der Gemüsegarten, würde ich gar nicht zögern zu sagen. Der Gemüsegarten ist natürlich wichtiger für uns. Im Gemüsegarten, da, wenn ich da Unkraut jäte, da ist es ganz klar, es ist wichtig, dass ich das Unkraut jähe und nicht die Radieschen. Denn dann hab ich nichts zu essen, dann hat die Gemeinschaft nichts zu essen. Während beim Haken im Zen-Garten, okay, da ist man auch konzentriert, aber letztlich, es spielt keine Rolle. Es spielt keine so große Rolle. Wenn wir jetzt hier viele Touristen hätten und die mit der Kamera kommen, okay, dann müssen wir das für die Touristen machen. Aber wirklich mit Ernst bei der Sache zu sein, ist sehr viel einfacher beim Gemüsegarten, denn da weiß man, das ist das, was ich später auf dem Tisch finden werde.